Hallo zusammen und willkommen zurück zu City Skylines. Weiter geht's und ihr seht schon, es brennt hier ein bisschen. Problem war, ich habe letzte Woche, glaube ich, gestreamt City Skylines, wurde sich halt gewünscht an dem Donnerstag. Donnerstag ist immer so der Tag, wo man sich manchmal aussuchen kann, was ich streame, und da hat halt City Skylines gewonnen. Da habe ich dann eine neue Stadt angefangen, habe dort Katastrophen hochgestellt, und als ich hier ein bisschen offscreen gebaut habe, kam ja leider ein, wie nennt es sich, ein Blitzsturm, der hier in Stärke 7,8, der hier einiges, wie soll man sagen, vernichtet hat? Glaube schon. Also ich habe jetzt auch zwei Helikopterdepots, wie man hier sehen kann, da und da. Die sind natürlich jetzt voll ausgelastet. Gerade habe Auto-Bulldozer wieder drauf. Und hier brennt echt alles, ne? Also, ich meine, es brennt ja nur bis zum Straßenrand und da hört es dann auf, aber trotzdem ist das irgendwie so ein bisschen doof. Und ich glaube, Sekunde, es gibt, glaube ich, bei Katastrophen noch irgendeine Behörde, die aufräumt, ne? Sollen wir das mal ausprobieren? Mal angenommen hier, warte, hier. Katastrophenschutzeinheit. Damit der Wiederaufgabe, Nachwirkung von Katastrophen. Aber ich glaube, Bäume nicht, oder? Machen die auch Bäume ganz? Jetzt mal so im Ernst. Oh, Weltraumradar gegen Satelliten, okay. Gegen Meteoriten, so. Auf jeden Fall, hier machen wir natürlich alles super dreckig. Hier habe ich noch ein bisschen offscreen weitergebaut, und zwar den Bereich hier. Ich habe hier einfach mal ein paar Straßen gesetzt, hier noch ein paar Wohngebiete rein, ein paar Gewerbegebiete in der Region reingebaut. Hier fehlt natürlich noch auf der Seite einiges an, wie nennt es sich, Busspuren und sowas. Oh, hier sind ganz viele tote Menschen. Warte mal, ist hier überhaupt ein Friedhof? Ich glaube nicht. Warte mal, wir brauchen... Ah doch, Kreatorium. Mit den ganzen Kreaturen. Krematorium müsste aber hier in der Mitte irgendwo sein. Auch nicht. Okay, gut. Dann nehmen wir mal einen Friedhof dahin. Als Puffer und ein Krematorium. Gleichzeitig können wir noch eine Sauna einbauen. Damit die Leute ein bisschen entspannter sind und... Warte, da ist aber auch schon eine Sauna. Machen wir die hier hin. Hier so in der Mitte. Sauna in der Mitte. Läuft. Direkt neben der Schule. Ist eine Schule? Ja, genau. Dann kann man erst saunen gehen und dann geht man in die Schule. Und ihr seht auch schon, wir haben 102.000 Einwohner. Jetzt haben manche auch gesagt, mach bis 100.000, mach bis 200.000, mach bis 250.000. Ich würde sagen, ich mache so lange, A, solange ich Lust habe, B, solange ihr Lust habt, und C, bis ich hier was Geiles gebaut habe. Also wenn eins der drei Sachen irgendwie scheiße oder in Frage kommt, dann können wir irgendwas gucken. Wir haben schon 4,4 Millionen. Und ihr seht schon, das läuft. Also ursprünglich wollte ich ja diese Folge das hier alles abreißen und da einen richtig fetten Kreisverkehr hinbauen, dass der Verkehr gut läuft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Verkehr läuft gerade an der Stelle gut. Deswegen macht das gar keinen Sinn, da jetzt einzureißen. Hier Bäume laufen gerade nicht so gut. Die brennen eher. Hier auch, hier ist alles verbrannt. Selbst hier ist der Verkehr jetzt gut. Ich glaube, einziges Problem, wo der Verkehr gerade scheiße ist, ist da, wo ich alle meine LKWs hinschicke. Nämlich hier raus. Dann seht ihr, hier sind ein paar mehr LKWs. Die fahren alle auf die Straße und stauen sich dann hier, weil die dann wieder dummerweise hier so abbiegen, weil, oh, da ist eine Auffahrt. Lass mal schnell umfahren. Total dumm. Wobei, könnte ich da nicht einstellen, dass die da warten? Genauso wie hier, da kommen die an und fahren dann erstmal nach hier rüber, dann fahren die wieder nach hier rüber, dann fahren die wieder nach da rüber. Total blöd. Ich weiß, ich habe dieses supergeile Tool oben. Was war das? Ist gerade ein Fensteraufgang, als wäre Zugang. Da habe ich ja Vertrauen jetzt drauf. Und dann habe ich hier so ein Umwege-Ding gebaut, weil die waren alle hier am Herfahren. Jetzt fahren sie alle daher. Oh Mann, das ist so voll, ne? Vielleicht sollte man die vorher schon irgendwie ableiten. Oh, warte mal. Nee, kann man nicht. Kann man nicht? Kann man nicht. Kann man nicht. Sonst hätte ich das... Mann, ist das ja voll. Okay, warte mal, guck mal gar nicht mehr hin. So, denn ich habe natürlich noch etwas anderes vor mit euch. Denn es gibt noch wunderschöne Monumente. Wir können richtig viele Monumente bauen, wie zum Beispiel dieses Kernfusionskraftwerk. Bauen Sie eine Steuerbehörde. Damit soll ich anfangen. Also bauen wir eine Steuerbehörde. Achtung, Steuerbehörde kann ich nämlich bauen, das weiß ich. Da. Die Steuerbehörde. Und die kommt natürlich in Büros rein. Da, wo Büros... Was immer das war, ich habe es ausgemacht. Das war, glaube ich, irgendwo noch ein Pop-up. Scheiß-Werbung von irgendeiner Website. Krass. Okay, warte mal. Einzigartige Gebäude.
Ist irgendwie so ein bisschen erschrocken. Ich dachte schon, was ist denn los mit der Steuerbehörde? So, Steuerbehörde kommt dann hier hin. Ort bereits belegt. So. Steuerbehörde steht. Kann ich jetzt irgendwas einstellen? Glaub nicht, ne? Ist einfach nur... Genau, Touristen fahren da mal hin. Kennt man ja gerade bei der Steuerbehörde. Warum auch nicht? Haben wir in Essen auch. Da ist dann Essen riesiges Finanzamt und da fahren halt ganz viele Touristen hin. Oh, da ist ganz viel Müll drin. Warum ist denn da so viel Müll drin? Oh, die Müllwagen sind natürlich hart in Verwendung gerade. Und wenn wir schon mal da hart in Verwendung sind, machen wir direkt mal noch so ein Ding dran. Guck. Machen wir das so. Das wäre echt schön, dass man da genau drum kann. So, und so eins bauen wir jetzt nochmal daneben. Damit da die Müllwagen richtig Action machen können. Warte, wo ist das denn? Da, Müll. Recycling Center, now. Sollten jetzt eigentlich direkt ein paar Müllwagen wieder losfahren. Da sind sie auch schon. Gut. Das sollte dann da gegessen sein. Eventuell wäre hier noch eine Müllanlage eigentlich ganz gut. Ich meine, da ist auch eine, aber die ist mehr hierfür. Hier sind so viele Müllanlagen. Das ist echt der Wahnsinn. Okay, warte mal, weiter geht's. Steuerbehörde haben wir gebaut. Können wir jetzt Monumente bauen? Nein, natürlich nicht. Bauen Sie Observatorium. Wollen mich verarschen, oder was? Okay. Warum steht da nicht so eine Liste? Bauen Sie das, das, das und das. Nein, 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 nein. Großes. Oh, Einkaufs. Oh. Wo ist denn Observatorium? Opernhaus. Observatorium. Wollen die verarschen? Ich brauche 1000 verlassene Gebäude in der Stadt. Wie soll ich das denn machen? Oh, da habe ich eine Idee. Warte. 1000 verlassene Gebäude. Der Wahnsinn. Okay, aber ist geil, da also haben wir ein paar Challenges am Start. Finde ich auch irgendwie super interessant, das dann so zu machen. Genau, der Stein muss weg. Jetzt müssen wir allerdings eins machen, Autobulldozer, wo bist du? Macht ja keinen Sinn, wenn ich dann alle verlassenen Gebäude kaputt mache. So, passt auf. Das wird jetzt ausgezeichnet. Ich muss nur gucken, wie ich das jetzt... 1000 verlassene Gebäude, Alter. Ich meine, das mache ich jetzt nur so, das bleibt nicht, keine Sorge. Aber wir bauen erstmal hier ein richtig schönes Wohngebiet hin. Ein bisschen zu lang, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wie viele 1000 Gebäude sind. Also ich habe jetzt, ich kann es gerade schlecht einschätzen. Wo man sagt so, oh, das sind jetzt über 1000 Gebäude. Nein. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich, Straße. So, warte. 1000 verlassene Gebäude. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Ja, warte, das müssen wir jetzt ein bisschen anders lösen. Ich meine, bis dahin ist ja klar. Aber ich muss jetzt quasi eine Leitung bauen, die ich einfach wieder wegbauen kann, damit ich die dann nachher Wasser und Strom losmachen kann. Also ich werde die jetzt zum Einzug bewegen, die Leute. Und dann werde ich sagen, ihr habt jetzt keinen Strom mehr, beziehungsweise irgendwas anderes nicht. Also kriegen wir auf jeden Fall hin. Stromkappen und dann ziehen ja alle aus. Verlassene Gebäude for the win. Und schon läuft das ganze Ding. So, andere Seite machen wir jetzt hier nochmal. Pass auf. Wahrscheinlich ballern jetzt die Einwohner sowas von hoch. Hier ein paar Servicegebäude, hier ein Krankenhaus. Ich meine, die sollen sich auch wohlfühlen. Die sollen da hinfahren und sagen, ja, habe ich Lust drauf. Lol, wie die da oben sich jetzt freuen. Hier noch den. Dann noch ein bisschen Polizei. Können die sind fast... Na, ne, ich wollte gerade sagen, die sind fast alle abgedeckt, aber sind die gar nicht. Oh lol, da ist direkt so ein Turm und da fährt schon ein Auto her. Ja, geil. Warte mal. Bin ich jetzt drin? Jetzt bin ich drin. So, folgendes. Wir brauchen 1000 verlassene Gebäude. Das wird interessant auf jeden Fall. Die armen Leute hier wohnen, ne? Ich mache auch direkt mal ein paar Richtlinien hier rein, sodass die quasi richtig günstig hier wohnen. So. Ich meine, bei der Anzahl an Kohle, die wir jetzt zur Verfügung haben, ist das, glaube ich, kein Ding hier an der Stelle. Dann kommt noch gering besiedeltes Gewerbegebiet. Soll ich einfacher, weil dann viele kleine Häuser entstehen? So. Gut. Und noch ein Park. Ein paar Parks noch. Ne, komm, so muss reichen. Zum Einziehen sollte es eigentlich reichen. Jetzt habe ich nur dummerweise hier schon ein Wohngebiet gemacht. Das heißt, Bedarf wird erst kommen, wenn alles voll ist.
Aber wir können hier natürlich jetzt einen Stadtteil einrichten. So, einen richtig dicken Stadtteil. Und können auch sagen, Wohltatplatz hat ist auf nur Strom. Achso, kein Strom fürs Heizen. Ah ja, genau, die nehmen jetzt gerade Strom fürs Heizen, ne? Besteuerung. Steuern lassen für gering besiedelte Wohngebiete, Steuerentlastung für gering besiedelte Gewerbegebiete. Lasst uns auf Putz hauen. Ich glaube, so ist gut. Hochhausverbot, mit ganz viele kleine Gebäude davor stehen, starker Verkehr ist egal, Fahrrad nicht mit mir, was ist das? Okay, los geht's! Los, zieht ein! Ich glaube, das Gebiet muss jetzt erstmal reifen. Aber wir gucken mal ganz kurz, also das lassen wir einfach mal laufen. 1000 verlassene Gebäude, ey, wie soll das denn gehen? Hier ist ein... Oh, da sehe ich schon wieder einen Fehler. Da ist eine Ampel am Start. Oder irgendwas anderes. Doch, das ist eine Ampel. Lol. Hier gibt's keine Ampel. Denn... Lol. Voll die geilen Routen. Die fahren einfach nur nach links. Dann nach der Umfahrt keiner. Wo wollen die denn überall hin? Ach, da ins Wohngebiet fahren die. Okay. Braun ist... LKWs. LKWs beliefern das hier. Die Routen finde ich voll geil. Dass man sich die Routen anzeigen lassen kann. Ist jetzt alles abgebrannt? Ist. Und guck mal, der Wald regeneriert sich mit der Zeit, ne? Wie komisch ist das denn? Lol. Wie viele LKWs da einfach herfahren, das ist der Wahnsinn. Die wollen alle da drüben zu dem und kommen dann wieder da raus. Hm. Willkommen in Schmockestadt. Vor allem, wenn du mit der Fähre in zu meine Stadt fährst, dann denkst du dir auch so. Warte mal, was ist denn da los? Muss man ein bisschen attraktiver machen, das Ganze. Die haben kein Wasser in der Ecke? Doch. Erzählt mir nichts. Kein Water und natürlich auch hier noch Müll. Und ein Fried... Ne, warte mal, Krematorium. Krematorium. So. Haben die da echt kein Wasser? Ah lol, in die Richtung habe ich noch nichts gebaut. Na los, zieht alle ein. Wir brauchen 1000 verlassene Gebäude. Was ist denn los mit euch? Man muss jetzt mal ordentlich abgehen, aber ich habe gerade keinen Bedarf. Oh, scheiße. Ist hier so eine super geile Anfängerstadt in der Ecke. So eine Beginnerstadt. Warte mal hier, komm. Ich mache noch ein paar, wie nennen die sich? Gewerbegebiete, genau, cooler Name. Gar nicht, Industriegebiete, und zwar die Hardcore-Verseuchten. Ah, da bin ich schon außerhalb des Gebietes, okay, sag das doch. Sag das doch! Ja, komm, so genau müssen wir jetzt hier nicht bauen, dann ist hier noch einer. Dann können wir auf jeden Fall, damit die hier alle Arbeit haben, können wir in der... Ecke, hier so. Ein bisschen Industrie bauen. Da muss ich jetzt allerdings noch ein Stromkabel umlegen. Bitte. Und Industrie in die Ecke. Jetzt lasse ich das mal ganz kurz laufen und gucken, was da rauskommt. Ja, ich weiß, da ist nichts angeschlossen, aber da muss auch erst noch was entstehen. So. Da hinten fehlt auf jeden Fall auch Strom. Aber egal, hier entsteht einiges und wir gucken mal, wie lange das dauert, bis hier noch mehr entstanden ist. Vielleicht mache ich hier auch einfach einen Flughafen hin. Dann landen die hier und gehen direkt dahin. Voll die dumme Idee eigentlich, aber ne, wird nicht funktionieren. So. Alles gut. Und damit da schneller Leute hinkommen, machen wir das so. Was? Jetzt will ich es aber wissen, hä? Ha! Nächste Autobahn, die direkt hier in diese Stadt führt. Gut. Oh, warte mal, da fehlen wieder... Da fehlt ein bisschen Strom. Also noch sollen die sich ja hier wohlfühlen und einziehen. Sehr gut. Okay, warten wir mal ein bisschen ab. Momentan haben wir 106.000 Einwohner. Geil.
Also auf der Autobahn kommen auf jeden Fall ein paar Autos gefahren. Leider aber nur die LKWs, die wieder da oben hin wollen. Oder die beliefern die Innenstadt, die kann auch sein. Ich weiß nicht, wo der hinfahren möchte. Gucken wir mal ganz kurz. Liefert an die Sägemühle. Ja, die fahren alle nur da rein. Also wenn er können, macht ein zentrales Industriegebiet, wo alle arbeiten können und dann drumherum alles andere. Wäre eigentlich eine ganz geile Idee. So, warte mal. Hier entsteht langsam was. Boah, wir haben so viel Platz für Leute, die hier wohnen wollen, ne? Natürlich dumm, dass ich oben das Gebiet gebaut habe. Aber wir müssen auch was anderes bauen für den, fürs Kernfusionskraftwerk. Und zwar ein Museum. Ich guck mal ganz kurz und ich mach mal eben das hier an. Aktiviert. Weil wir haben momentan 30.000 plus. Da könnte man schon mal ein bisschen was ausgeben für ein bisschen. Da, genau. MAM, Modern Art Museum. Bau des Kernfusionskraftwerks. Kosten 130.000. Ich würde fast schon sagen, den machen wir hier in der Ecke. Ich meine, wir sind ja sowieso hier in dem Tourismusgebiet. So, eben gucken, wo in die... Da ist die Straße, gut. Alter. Das ist ja gar nicht groß. Jetzt mal so, so gesehen. Ja, und alle freuen sich. Und es sieht total unscheinbar aus, so mitten in den ganzen Häusern. Kostet aber nur 1040 die Woche. Auch sehr geil. Da müssen natürlich nachher noch Haltestellen dran, damit da jeder hinfahren kann, jeder Affe. Gerade hiervon. Vielleicht machen wir da jetzt mal nochmal eine Bushaltestelle. Eine wunderschöne Busspur. Busspuren waren hier, dann auf Bus, dann auf Haltestelle und los. Guck mal, die fahren so voll dumm. Ich glaube, den habe ich falsch rum eingebaut. Kann das sein? Weiß ich gar nicht mehr. Neue Linie hinzufügen. Jetzt fahren die alle darum, lol. Ich glaube, man hätte auf der anderen Seite oder an den Seiten noch eine Straße bauen müssen, damit das irgendwie cool gewesen wäre, ne? Weil guck mal, der fährt jetzt... Wo fährt der denn hin? Will der mich verarschen? Der fährt einmal eine riesige Runde, um zu drehen, oder was? Nein, bitte, tu mir das doch nicht an. Sei doch nicht so scheiße. Alter. So. Wie können wir das denn lösen? Ah, ich habe eine Idee. Warte. Wir machen eine ganz geile Busspur. Pass mal auf. Wenn ich die mal finde hier. Wir haben ja, es gibt ja auch Busspuren mit kleineren Straßen. So. Dann können wir so... Na, hä? Hier hoch. Pass auf. Eine Busspur mit kleineren Straßen, das ist top. Nein. So. Ich weiß, das sieht ein bisschen kurios aus, was ich hier gerade baue. Aber ich glaube, das bringt's. Ja! So, mein lieber Bus. Hä? Nein! Zum Verlegen ziehen? Ich will eine neue halt... Ah, jetzt kann ich. Aber der Bus fährt jetzt nicht mehr diese Riesenrunde, das ist schön. Dann machen wir hier eine Haltestelle hin. Dann machen wir... Oh, ah, auf der Brücke geht nicht. Machen wir da eine hin. Dann müssen wir halt gucken, wo man hier herfahren kann. Also wo man generell hier herfahren kann. Das ist halt geil. Genau, dann können wir hier an dem Museum halten. Können wir hier weiterfahren. Dann können wir zu der U-Bahn-Haltestelle. Ne, warte mal, dann fahren wir einmal zu dem Ding. Dann fahren wir zu der U-Bahn-Haltestelle. Warte. Ich muss ja gleich noch irgendwie zurückfahren noch, ne? So sieht's ja aus. Und zwar so, dass es auch irgendwie Sinn ergibt. Wo fährt der denn immer her? Der fährt hier immer rüber. Hier, Taxistand. Dann zurück zum... Hier zum Mega-Hotel. Ich mach jetzt aber hier nochmal eine hin. Ja, ich muss halt gucken, dass das einigermaßen sich ergibt. Und dann können wir auf dem Rückweg nochmal hier halten. Guck mal, da hat man genauso Haltestellen auf der anderen Seite. Das ist ja schön.
Da noch eine. Du, Alter, sind so viele Haltestellen drin, ne? Linie abschließen. Los geht's. Neue Linie eröffnet. Alle kommen dahin. Voll gut. Aber damit kann man wohl einiges entlasten. Linienübersicht. Ich bin mal gespannt, wie wir das überall stehen. Das ist ja schon mal geil. Da stehen da 1200 Leute, 1000 Leute. Nächste Haltestelle auch 1000 Leute. Und da fahren schon so viele Busse. Da stehen 457. Buslinie 2. Ach, guck mal, da geht's aber noch. Nee, ich glaube, es geht auch nicht. Also nachher wird es da richtig voll werden. Also voller als hier zumindest. Die besten Busse weit und breit. So, warte mal, was haben wir jetzt gebaut? Wir haben dieses wunderschöne Ding gebaut. Das ist schön. Ja, 14 Leute schon drin. Dann haben wir das. Ein 40 schon. Lass mal einfach mal an. Wir haben genug Kohle. Ich sag mal so. Tschüss, Autobahn. Problem ist halt ganz hart, dass alle LKWs jetzt durch meine Innenstadt fahren. Und das braucht nicht unbedingt sein. Weil ich glaube, die fahren eh nur durch, dann hier wieder auf der Autobahn, um dann hier in das Forstgebiet zu kommen. Aber so ist ganz cool. Okay. Ja, hier müssen wir leider noch ein bisschen laufen lassen. Industrie wird gerade gewünscht. Ich denke mal, hier kann ich auf jeden Fall noch einen Strang dran machen. So, wenn wir das hier auch wegziehen, dann sollte hier auch wieder Platz sein, neue Gebäude zu bauen. Und wenn dieses ganze Gebiet fertig ist, dann werden wir es einfach abreißen. Beziehungsweise nicht abreißen, sondern einfach irgendwie Strom trennen, Wasser trennen, so dass alle sagen, da will ich nicht mehr wohnen. Und dann kriegen wir hoffentlich unsere 1000 Gebäude zusammen, die eingefallen sind. Und dann können wir fast das Kernfusionskraftwerk bauen. Freue mich schon drauf. Ich würde fast schon sagen auch, dass ich das Ganze hier einfach mal offscreen laufen lasse. Hallo? So, dass wir hier einiges an Zeug haben. War hier eine Straße, oder? Ah, nee, lol. Da war keine Straße. Oh, da war Strom. Alles gut. Dann machen wir hier noch ein bisschen Industrie hin, weil unsere Leute sollen hier auch arbeiten können. Ich hoffe, da passen auch 1000 Häuser hin. Also ich weiß es nicht, ob da 1000 Häuser hinpassen. Kann mir vorstellen, dass nicht. Oder wir machen ganz schmale Häuser. Dann könnte es ja gehen. Pass mal auf, warte mal, machen wir noch einmal. Ganz schmale Häuser, pass auf. Und wenn man dann die nächste Straße nicht drei, sondern zwei. Und dann da Wohngebiete reinmacht in der Mitte. Da sollten eigentlich. Oh, wo drücke ich denn? Ich drücke einfach immer irgendwo. Da sollten dann auf jeden Fall kleine Mini-Wohngebiete entstehen. So. Und. Fast alles ausgefüllt. Da ist noch was. Da. So. Vor allen Dingen, da können die ja billiger wohnen. Also frage ich mich, warum wollen die da nicht wohnen? Weil die genau wissen, was ich vorhabe. Und zwar, ich werde die absägen irgendwann. Alter, wir bekommen jetzt so viele Einwohner auf einmal, ne? Bald haben wir hier 1000 Leute, 1000 Häuser, die scheiße sind. Wir machen einfach hier, kappen wir das Stromding. Das wird lustig. Linienübersicht. Ey, die sind doch verbuggt ohne Scheiß, ne? Da waren noch nicht 1200 Leute an der Haltestelle. Ich meine, waren sie schon, aber macht irgendwie keinen Sinn. Hä? Ah, aber gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn euch die Folge gefallen hat oder hat und ihr auch wollt, dass ich quasi diese supergeilen Monumente errichte, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, übermorgen 17:30 Uhr. Freue mich auf euch und ich hoffe, ihr euch auch hier drauf. Alter. Das ist echt der krasseste Stadtteil, den gibt jetzt. Warte mal. Irgendwie ist das... Jetzt ist der Bus despawned. Weil der so lange da stand. Ja, ich glaube, ich muss hier auch nochmal gucken wegen Verkehr. Aber gut, ich würde sagen, haut rein. Tschüss.